Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was für ein Video? Ein Video über Rollentraining im Sommer, im August. Klingt komisch, oder? Ist es aber eigentlich nicht und ich erkläre euch warum. Eigentlich ist schönes Wetter, eigentlich ist Sommer, es sollte angenehm warm sein, das Klima sollte moderat sein und eigentlich perfekte Bedingungen zum Draußenfahren. Aber in großen Teilen Österreichs oder Europas hat es geregnet. Nicht nur genieselt, sondern teilweise auch stark geregnet und das jeden Tag. Ungewöhnliche Mengen zu ungewöhnlichen Zeiten. Es war teilweise etwas frisch in der Früh, so bei 12 Grad ist nicht an kurz zu denken. Und wenn es dann mal nicht kühl war, dann war es heiß, nämlich richtig heiß. 35 Grad, teilweise sogar darüber. Da kann man zwar kurz fahren, aber sowohl Leistungsentfaltung als auch Freude am Fahren will sich, glaube ich, bei solchen heißen Temperaturen nicht so richtig einstellen. Ja, und dann kommen da noch die Unwetter dazu, die auch noch häufiger werden. Über das Ausmaß des menschengemachten Klimawandels möchte ich an der Stelle gar nicht eingehen. Lange Rede, kurzer Sinn. In meinen Augen wird Rollentraining nicht mehr nur eine Wintergeschichte sein, sondern tatsächlich auch im Frühling und im Herbst sowieso, aber vielleicht sogar im Sommer Einzug halten. Aber auch ganz abgesehen vom Wetter, es kann auch ganz andere, vielleicht banale Gründe haben, warum man im Sommer keine Zeit für eine lange Runde draußen hat, zum Beispiel so wie ich. Ich habe zwei Kinder, ich habe Familie, möchte mich um die kümmern und mit denen Zeit verbringen. Da bleibt einfach nicht die Zeit, dreimal in der Woche für 5 oder 6 Stunden irgendwie rauszugehen. Da bevorzuge ich tatsächlich lieber eine kurze Stunde auf der Rolle. Ich verwende dafür meine Trainingseinheiten in erster Linie Wahoo System, aber ich bin auch nach wie vor noch immer bei Swift, wenn man so will, unter Anführungszeichen wegen dem sozialen Aspekt. Sind einfach alle Leute dort und Events sind dort ganz gut besucht und machen Spaß. Ja, und auf Swift hat sich einiges getan in den letzten Monaten. Egal, ob man es mag oder nicht, ich gehe mit euch ein paar Punkte durch, die mir aufgefallen sind, nachdem ich nach längerer Zeit wieder mal Swift aufgemacht habe. Starten wir am besten gleich los. Mit Schottland gibt es eine neue Welt in Swift, wobei die gibt es schon etwas länger. Schottland war der Schauplatz der diesjährigen Weltmeisterschaften. Das war ja toll von der Idee her, da alle Disziplinen zusammenzuführen, aber irgendwie im Moment finde ich persönlich das noch irgendwie etwas verwirrend und scheinbar chaotisch. Die Swift-Version von Schottland schaut ganz schön aus, finden sich einige Referenzen an ein echtes Schottland oder zumindest an eines, wie man sich's vorstellt. Der Stadtkurs auf Swift ist irgendwie zu kurz, um sich hier auf der echten WM-Strecke zu wähnen, aber mit ein bisschen Fantasie kann man sich vorstellen. Die Streckengestaltung und die grafische Aufbereitung finde ich persönlich etwas generisch. Da kann man zwischendurch auch mal glauben, man fährt auf der Swift-Strecke von Frankreich oder England. Das schaut irgendwie alles recht ähnlich aus. Aber für die Variation auf Swift insgesamt ist das natürlich eine gute Sache. Je mehr Welten, desto besser. Die zweite große Neuerung sind die sogenannten Climb Portals. Dabei findet man in den vorhandenen Welten eben Portale, durch die man zu unterschiedlichen Anstiegen gelangt. Die wechseln laufend und Swift versucht da jeweils einen Kontext zu real stattfindenden Events herzustellen. Start war während der Tour de France, wo es die jeweiligen Anstiege der Tour zum Nachfahren gab. Jetzt gerade sind aktuell noch die Anstiege der WM in Glasgow drinnen und in der Spielart wird das wohl so weitergehen. Swift wird hier die Anstiege laufend ändern, nehme ich an, je nachdem, was gerade aktuell und passend ist. Kontrovers ist da sicher die Grafik. Die Climbs bestehen hinter den Portalen ja nur aus farblich abgesetzten Segmenten und viel Weltraum oder nichts oder wie auch immer man das bezeichnen mag, wobei die Farbe der Segmente eben die Steigungsprozente wiedergeben. Swift würde wohl sagen, dass sich die Grafik aufs Wesentliche konzentriert, dass es keine Ablenkung gibt und so weiter und so fort. Tatsächlich bietet die schlanke Grafik da für Swift wahrscheinlich die maximale Flexibilität, da eben schnell und einfach die Anstiege auszutauschen. Egal wie man darüber denkt, ob man die Reduktion toll findet oder das Detailreichtum vermisst, es gibt auf jeden Fall eine größere Auswahl für Freunde des Kletterns. Und wenn es überhaupt nicht anspricht, der oder die lässt einfach weg. Ist ja immerhin optional. Wie kommt man zu den Portalen? Die lassen sich im Menü bei Just Ride oder im Routenmenü oder im Rahmen von Missionen oder aber natürlich auch einfach durch Hinfahren ansteuern. Und ein kleiner Geheimtipp, wer darauf Wert legt, der kann in den Climb-Portals recht schnell und einfach XP-Punkte sammeln. Und am Ende sind die Climb-Portals vielleicht ja auch irgendwie eine Art Testballon für einen GPX-Upload, wo man sich eigene Strecken auf einfache Weise modellieren lassen kann, so wie das in Wahoo RGT ja jetzt schon möglich ist.
Dann gibt es neue, die sogenannten Coffee Breaks. Die sind tatsächlich sehr praktisch. Wer kennt das nicht? Man startet in einen Group Ride oder man folgt einem Pace-Partner und sollte tunlichst bei der Gruppe bleiben. Aber man hat das Handtuch vergessen oder die Trinkflasche steht noch in der Küche, der Ventilator ist nicht eingeschaltet oder das Fenster ist nicht geöffnet. Genau für diesen Zweck gibt es die Coffee Break. Mit einem Klick auf das dazugehörige Symbol in der App oder im Menü kann man den Ride quasi pausieren, während man aber in der Gruppe mitgezogen wird. Also man verliert die Gruppe nicht. Gleich nach dem Start des Rides geht das für kurze 30 Sekunden, also wirklich nur so lange, um kurz runterzuspringen und etwas zu holen. Danach hört das automatische Pedalieren wieder auf. Und nach 30 Minuten im Ride kann man noch einmal eine Pause aktivieren, dann für eine Länge von 3 Minuten. Da geht sich dann auch eine schnelle Klopause aus. Nicht aktivieren kann man eine Coffee Break dann aber im Rahmen von Rennen und offiziellen Events mit Ranglisten. Kilometerzähler und XP-Punkte laufen während der Coffee Break übrigens weiter. Und es ist auch unerheblich, ob es während der Pause bergauf oder bergab geht. Jedenfalls bergauf geht's laufend und zwar mit den sogenannten Pack Dynamics. Das bezeichnet das Verhalten der Fahrer und Fahrerinnen in der Gruppe. Und das hat sowohl optische als auch faktische Auswirkungen. Insgesamt kann man da deutlich weniger Herumgewandere und Geschwenke bemerken und die ganze Gruppe ist etwas harmonischer unterwegs. Wobei das in meinen Augen eben von Update zu Update immer wieder weiter verbessert wird. Es kommt immer seltener zu Situationen, wo man sich an einem anderen Avatar aufhängt oder einhängt oder sich irgendwie optisch ineinander verhakt. Außerdem steuert der Avatar am Bildschirm irgendwie geschmeidiger durch die anderen Gruppenmitglieder durch und schlängelt sich eleganter vorbei. Ist eine Kleinigkeit, aber macht das Ganze irgendwie angenehmer. Und wem es in der Gruppe dann doch zu eng wird, der oder die kann sich ab jetzt teleporten zu einem Pace-Partner, von einem Pace-Partner zu einem anderen Pace-Partner, zu einem anderen Swift-User oder zu einer anderen Swift-Userin. Fürs Letztere ist aber notwendig, dass man sich gegenseitig folgt. Auswählen über das Menü geht einfach und schnell und ist eigentlich selbsterklärend. Der Kilometerzähler für den aktuellen Ride läuft dabei weiter. In der Ansicht der gefahrenen Route am Ende schaut das dann mitunter recht lustig aus, weil da so gerade Striche drinnen sind, die die Teleports quasi darstellen. Wofür ich diese Funktion ganz praktisch finde, sind längere Strecken oder Einheiten mit Pace-Partnern. Dann kann man nämlich für eine kurze Pause, wo eine Coffee Break eben nicht ausreicht, wieder zum gewünschten Pace-Partner springen. Bis jetzt hat man diese entweder nie wiedergefunden oder aber eben mühsam suchen müssen, wo die Gruppe gerade unterwegs ist. Cheaten geht übrigens auch mit dieser Funktion nicht wirklich, weil in Events und Rennen gibt es keinen Teleport und man wird für maximal 10 Sekunden mitgezogen, bevor man wieder selbst in die Pedale treten muss. Ja, das war es auch schon mit den wesentlichen neuen Features in Swift, die eben mit Stand August 2023 verfügbar sind. Erwähnen möchte ich noch eine Funktion, die eben nicht neu ist, sondern die mir eher leider fehlt bei der Weiterentwicklung von Swift. Und das sind nämlich sinnvolle neue Funktionalitäten für die Clubs. Die sind 2022 eingeführt worden, bieten aber effektiv keinen wirklichen Mehrwert. Oder zumindest ich habe den noch nicht erkannt. Alles in allem also ein paar neue Features, die den Unterhaltungswert und den praktischen Nutzen auf Swift erhöhen. Angesichts der Tatsache, dass wir unter Umständen mehr Zeit auf Indoor-Rollen verbringen werden oder verbringen werden müssen, ist das also eine gute Sache. Schreibt einfach in die Kommentare, ob ihr die neuen Funktionen schon ausprobiert habt, was ihr gut findet und was weniger oder auch was ihr gerne an neuen Features hättet. Ansonsten gerne das Video liken, den Kanal abonnieren und Ride-Ons geben. Auf Swift und natürlich auch in echt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Game begin.